Hallihallo, hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja, ich bin der Sashi und das ist der Till von Till und sein Vlog von dem gleichnamigen YouTube-Kanal. Und wir haben heute den 12. Oktober. Krass. Ja, ist schon Oktober, ja. Und am 12. Oktober haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind und das berühmte Geburtstagskind heute ist Hugh Jackman. Kennst du? Kenn ich. Ja, X-Men hat er gemacht und was hat er noch? Password Swordfish hat er gemacht. Mhm. X-Men Trilogie sehe ich. Ja gut, der ganzen X-Men-Filme da. Der Wolverine, sagen wir so, ne? Wolverine, der wird so tschu, 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 die Dinger da rauskommen. Im Film. Ja, ist ja, mir schon klar. Nee, nicht hier so, tschum, tschum, das wäre Spider-Man. Ja. Wolverine ist ja so, tschum, 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 tschum. Verstehst du? Mullbinde, tschu. Klingen, tschu. Ja. Mullbinde gut, klingen schlecht. Egal. Das ist auf jeden Fall Hugh Jackman. Und der hat ja auch irgendwie MTV und Oscar und so ein Zeug moderiert. Und der kann ja auch tanzen und so, der kann ja alles. Der kann alles? Der kann alles. Der kann gut aussehen, der kann tanzen, der kann Wolverine machen, der kann alles. Der hat aber noch was anderes gespielt als Wolverine, oder? Ja, der hat tatsächlich in irgendwelchen Musicals auch mitgespielt. Wow. Ja, glaube ich. Krass. Okay. Aber da sind wir schon beim Thema, weil Filme, es sind ja unheimlich viele Filme angelaufen. Unter anderem am 12. Oktober, und zwar 1984, es war einmal in Amerika. Ah, der ist gut. Das glaube ich dir jetzt einfach. Kennst du nicht? Nein. Einer meiner Lieblingsfilme mit Robert De Niro und der... Sehr interessant. Wie heißt der nochmal? Muss ein guter Film sein. Wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall Robert De Niro und so ein paar andere Jungs. Und da geht es irgendwie, so also Mafia-Film ist das mir. So, ah, okay. Das sind so Jungs, die dann irgendwie... Aber du weißt, ich bin der immer die Filme nicht kennt. Ja, komm. Also aber wirklich, ist ein Tipp, wenn du mal einen guten Filmeabend verleben willst, guckst du mal, es war einmal in Amerika. Okay. Gibt es auch in diesen ganzen Online-Portalen und sowas, gibt es den, glaube ich, wenn du da Mitglied sein solltest, gibt es den auch. Ich bin sowas von Mitglied. Du bist sowas, aber sowas von Mitglied. Genau. Ja, am 12. Oktober 2003 gewinnt in Los Angeles, kennst du? Ja, kenn ich. Gewinnt in Los Angeles die deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft, kennst du auch? Nee. Hast du schon mal Frauen-Nationalmannschaft geguckt? Nee. Gewinnt die Weltmeisterschaft über Schweden mit 2:1. Nee. Was denn? Nicht? Ich hab das sogar gesehen. Ja, ich glaube, in der Verlängerung oder sowas war das. Ich mache mir jetzt unheimlich viele Feinde, aber Frauenfußball... Nein. Guckst du Frauentennis? Ich gucke gar kein Tennis. Guckst du Frauen-Beach-Volleyball? Nur in Nahaufnahmen. Ja, genau. Ja, von wegen. Ja, am 12. Oktober haben wir aber noch einen anderen Fakt. Ja, wir haben noch einen Film. Also noch einen Kinostart. Warte, hast du den gesehen? Den habe ich auch gesehen. Was war's denn? Oh, den habe ich so oft gesehen. Was denn? E.T. Ach so, E.T. Ja, 12.10. und zwar 1982. Also ich habe ihn wohl nicht gesehen, als er neu rauskam, weil da war ich 3. Ich habe ihn ein paar Jahre später gesehen, dafür im Krankenhaus irgendwie 20 Mal hintereinander. Im Krankenhaus? Ja, ich hatte Blinddarmoperation und mein Bettnachbar hatte Mandeln und Polypen rausbekommen. Und das war natürlich damals noch irgendwie eine schwerwiegende Sache. Ja. Auf jeden Fall waren wir beide länger im Krankenhaus und er hatte einen Videorekorder dabei, unter anderem diesen Film. Und er hat gesagt, ich darf ruhig schauen. Und dann habe ich wahrscheinlich in dieser Woche 20 Mal E.T. geguckt. Und der arme Kerl konnte sich nicht wehren, weil er konnte nicht reden. Arme Sau, Grüße gehen raus. Ja, E.T. habe ich auch gesehen. Mit so einer Taschenlampe kann man so den E.T. nachmachen, ne? Genau, und so. Autsch. Genau. Autsch. Genau, kann man doch so irgendwie so, kann man so eine Taschenlampe, habe ich früher immer so gemacht, habe ich E.T. nachgemacht. Ja, wenn du diese kleinen jetzt hast, ja, so kleine, die kannst du so hinterm Finger. So hinterm Finger und dann hast du so einen roten Finger und dann hat man immer so, Autsch, ist egal. Ja, das war der 12. Oktober. Richtig. Am 12. Oktober haben wir jetzt über E.T., es war einmal in Amerika, über, was haben wir noch geredet? Also über die Frauennationalmannschaft und über Hugh Jackman. Eigentlich total bescheuerter Name übrigens, der heißt ja Hugh Jackman. Ja. Hugh Jackman. Und dann sagt man Hugh Jackman. So, man assimiliert, so heißt es, glaube ich. Hugh Jackman. Egal. Wurscht. Der hat Geburtstag. Und wir sehen uns morgen wieder am 13. Oktober. Und bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Ciao.